So, es geht weiter mit Alan Wake. Juhu! Ja, da sind wir gerade durchgekommen, genau. Gut. Waren wir uns auf dem Weg. Ich bin mal gespannt, weil es sind jetzt schon eine Weile keine schwarzen Gestalten mehr aufgetaucht, ne? Das ist schon der Hammer. Oh. Unnatürliche Schatten klebten am Tor. Das Dunkel, das hinter mir her war, wollte mich aufhalten. Ohne Licht würde ich nicht durchkommen. Oh. Gehen wir mal hier links lang. Ah. Jetzt weiß ich auch, für was es gebraucht wird. Der Suchscheinwerfer hatte keinen Saft. Oh, super. Hier ist auch noch was. Halt, vielleicht muss ich von hier aus einschalten. Okay. Etzer hat einen Saft. Waffen und so habe ich noch nicht gefunden. Eine Thermoflasche. Der alte Generator streikte. Ich musste ihn irgendwie reparieren und weiter versuchen. Was? Jetzt ist es wieder aus. Was soll denn das? Treten. Ha, treten. Ach, jetzt geht das auf Zeit, okay. Dann schnell hin. Ja? Jetzt geht er wieder aus, okay. Der ist nicht für Dauer. Für die Dauer da. Okay, dann gehen wir doch durch. Oh. Na, ich dachte, ihr habt hier noch was gesehen. Okay, das war dann wohl nichts. Ah, diese Kameraverschiebung die ganze Zeit. Und schon wieder. So ein Käse. Hä? Oh, eine Taschenlampe habe ich bekommen. Dankeschön, dass ich hier durch dürfte. Haben wir wenigstens wieder Licht, das ist gut. Ich brauchte einen Moment, um die Blende nachzuholen. Sie kamen mir sehr gelegen. Ah, Blendkanne. Nö, ich komme nicht. Oh, eine Blendkanne, noch eine. Sheriff bricht. In your face, bitches. Okay, dann haben wir mal. Jetzt wissen wir wenigstens, wie die scheiß Blendgranate funktioniert. Okay. Weg sind sie. Okay, gut. Na, der Explosionsradius ist schon ganz schön groß. Oh, Licht. Dass mir die Blenker da nichts ausmacht, weißt du, das ist schon lustig. Hallo? Und hier ist ein weiterer Anrufer. Sie sind auf KBFFM mit Pat Main. Hier ist Milt Peabody, Pat. Was beschäftigt Sie, Milt? Batterien. Ich wohne bei der Pat, und hier ist echt der Teufel los. Ich wohne da auch ganz in der Nähe. Wissen Sie genauer, was da los ist? Ich weiß nicht, aber hier sind überall Polizeiwagen, Sirenen, ein Hubschrauber kreist über uns und ich glaube, ich habe Schüsse gehört. Schüsse? Ja, wie Pistolenschüsse. Können Sie herausfinden, was da
Zeichen immer noch? Nein, das war vor etwa 10, 15 Minuten. Es hört sich ernst an, Pep. Wirklich. Das klingt nicht nach einer Party. Also, ich werde auf jeden Fall bei der Wache anrufen, Milt. Okay. Ich sage sofort Bescheid, wenn ich etwas höre. Okay, danke. Okay, natürlich sind die Leute auch besorgt. Bei der Wohnwagensiedlung. Weil da hier so rumgeballert wird. Aber wir sind ja diejenigen, die wirklich das Grauen erleben, nicht die. Au. Ich habe ja schon mal was ins Gesicht bekommen. Sind ja schon 5 Stück aufgetaucht. Blendgranaten bringen auf jeden Fall viel. Muss ich hin? Zum Teufel. Ich bin einfach zu dumm zum Ausweichen. Hinten ist ein Polizeiwagen. Rechts. Oh. Okay, den hat es auch erwischt, der hinter mir gestanden ist. Okay. Supi. Na, rechts. Hier ist bestimmt irgendwie eine Waffe oder so. Oh ja. Was ist hier? Oh, was steht da? Trust no one in the dark. Was habe ich jetzt angemacht? Eigentlich nichts, ne? Ah, aber nichts von wegen Waffe oder sowas. Das ist aber blöd. Ich muss bestimmt hier lang. Ich gehe mal hier lang. Hey. Was macht der mich an mir eigentlich den Bildschirm immer so schwarz? Das ist das, was ich nicht verstehe. Ich laufe auf jeden Fall auf keinem Pfad oder so. Oh! Hä? Was meinst du, so eine Kacke? Oh, da muss ich laufen. Lauf! Lauf! Sich durch. Ich hoffte, Maine würde mir ein Auto leihen. Hallo Lorna, was möchten Sie uns mitteilen? Warum schert sich die Polizei um die Wohnwagensiedlung? Wie meinen Sie das? Es ist eine Wohnwagensiedlung. Natürlich gibt es einen Hacker, aber soll man schon erwarten? Die Polizei sollte lieber den normalen Bürgern helfen, statt für diese Leute Zeit und Geld zu verschwenden. Ja. Okay. Oh, vielen Dank für diese mitfühlende Stellungnahme, Lorna. Oh, da
Das ist aber eine Überraschung. Der berühmte Schriftsteller Alan Wake ist gerade reingekommen. Mal sehen, ob er mir ein Interview gibt. Kommen Sie, Mr. Wake. Ah, ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit dafür nehmen, Mr. Wake. Sie sitzen in der Falle, Dan Brown! Gehen Sie weg von Maine! Lassen Sie ihn! Hey, 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 immer mit der Ruhe! Stecken Sie die Waffe weg, wir sind doch alle Freunde, oder? Kommen Sie runter, Nightingale, wir haben ihn! Großer Gott! Was ist denn bloß los mit Ihnen? Da drinnen ist ein Zivilist! Dass die einzige Frage ist, müssen wir ja weglaufen. Ich war schon so viele Klippen heruntergefallen. Kommt davon, wenn man sein Buch The Sudden Stop nennt. Es war ganz gut, dass ich May nicht erzählen konnte, wo ich hin wollte. Ich musste die Cops loswerden und das Bergwerk selbst finden. Manuskript, Seite. Guten Such. Nehm ich mit. Ich will weg von hier. Leuchtfackeln, mal wieder. Den kann ich nicht aufmachen. Achso, da ist von der Decke runtergefallen. Oh Mann. Was für eine dumme Frage. Oh no. Okay. Ich hab mir schon gedacht, dass so ungefähr so funktionieren wird. Ey, du bist ausgewichen. Stirb, du Sau. Dumme Schattengestalten. Okay. Merkwürdigerweise waren die Arbeitslampen der Energiefirma noch hier. Fast schien es, als habe man sie für jemanden wie mich hier gelassen. Ah, Blendgranaten. Ne, war nur eine. Okay, ist egal. Trotzdem eine Blendgranate. The darkness controls the taken. Die Dunkelheit kontrolliert die... ja. Geholten oder so? Oh shit. Aua, aua, tot. Ich brauche die Blendgranate. Okay. Dann schaffe ich das sofort. Komm mal hier rein. Okay. Das müsste die Blendgranate sein. Oh shit! Ah!
Oh, ich bin tot. Ich muss eh den Powder spenden. Ich hätte die Blankrunner nicht gleich sofort werfen sollen. Okay, dann sehen wir uns im nächsten Part wieder von Alan Wake. Also, bis dann, ciao.